Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 301180 von Sido in der Limited Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Limited Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 301180 von Sido, das Ganze im Jahr 2013 erschienen. Wir haben hier keine Box, sondern eine Limited Edition, mehr oder weniger ein Bundle, könnte man sagen. Und zwar haben wir hier als Inhalt einmal das Album an sich und dann gab es noch ein Shirt dabei. Diese beiden Inhalte wurden damals in einem schwarzen Druckverschlussbeutel verkauft und das stelle ich euch heute vor. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier 301180, den Albumtitel, und dieser Albumtitel ist, oder was heißt ist, sind die Geburtsdaten von Sido, denn der gute Mann wurde am 30. November 1980 geboren. Wir haben hier sein Markenzeichen, sein Logo nachgestellt auf der Wand, also wir haben hier so Neonröhren, Neonleuchten, die hier den Totenkopf, die Totenmaske von Sido darstellt. Dann in der Mitte sein Schriftzug Sido. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier auf der Seite auch nochmal Interpret plus Albumtitel auf so einem neongrünen Balken. Hier auch nochmal. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 14 Tracks an der Zahl. Was man hier dazu sagen muss, dass die Features hier nicht angeführt sind. Also es gibt Features auf dem Album und zwar jede Menge, speziell auf Track Nummer 14, aber die werden hier auf der Cover-Rückseite nicht angeführt. Ja, so sieht das aus. 301180 hier dann auch nochmal in römischer Variante, also 3x X, X1 und L für 50, XXX, also 80. Dann haben wir darunter noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir schauen mal ins Booklet, aber bevor wir zum Booklet kommen, haben wir noch so einen Einleger, Sido Merchandise, also hier so ein Werbeflyer und dann haben wir auch noch die Tourdaten zur Sido Tour 2014 und die ist echt unfassbar lange gewesen. Also wir haben hier ohne Ende Tourdates, das ist echt beeindruckend. Ist mittlerweile jetzt auch schon 5 Jahre her das Ganze und dann kommen wir zum Booklet. So, wir haben hier einmal Sido vor dieser Wand und hier dann die Neonröhren in diesem Fall zu seinem Namen geformt. Dann, hier ist das, was ich angesprochen hatte. Wir haben hier die Tracks, also 14 Tracks und wir haben hier die Features angeführt. Und zwar haben wir hier Features von Mark Forster, Helge Schneider, nochmals Mark Forster, Genetik, Masimoto und Marius Müller-Westernhagen. Was mir allerdings jetzt wundert, dass hier bei Track Nummer 14, 301180, keine Features dabei stehen. Okay, na da kommen wir am Ende noch dazu. Zeige ich euch dann am Ende noch. Also am Ende sind sie dann angeführt. Wir haben hier weitere Fotos. So sieht das aus. Oh, das gefällt mir gut. Wir haben hier nämlich die ganzen Track Lyrics. Also hier wirklich Track für Track. Hier weiß, lesen wir dann noch, wer das Ganze produziert hat. Aber wir haben hier wirklich Wort für Wort abgetippt, was Sido hier so rappt. Also ein sehr textlastiges Booklet. Dann wieder unterbrochen hier von solchen Neon-Installationen. Gefällt mir richtig gut. Ansonsten hier alles in Neongrün und Schwarz-Weiß gehalten. Ihr seht, jede Menge Text. Jawohl. Und dann kommen wir zum berüchtigten letzten Track, 301180, der meiner Meinung nach einer der krassesten Collabo-Tracks in der Geschichte des Deutschraps ist. Und zwar, es wird es etwas dauern, aber wir haben hier Features von Echo Fresh, Lackmann, Lars Unlimited, Nazar, Frauenarzt, Money Mark, Bushido, Blut und Kasse, Oli Banjo, Tarek, Smudo, Eric Sermon, Motrip, Moses Pelham, Bassultan Hengst, Afrop, Dr. Renz, Beathide. Ja, also das ist echt mal eine riesen Anzahl an Features. Hut ab, also der Track hat es echt in sich.
Dann haben wir zum Abschluss noch die Credits zum Album. Und dann hier noch die voll tätowierten Hände von Sido. Und es sieht so aus, als würde hier gerade den Strom, ja, ist die Frage, einstecken oder in diesem Fall trennen, ausstecken. Ja, das ist natürlich Interpretationssache. Gut, Booklet wandert wieder zurück. Ebenso wie dieser Tour- bzw. Merchandise-Flyer. Und dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus, schwarz und neongrün gehalten. Wir haben hier dann auch wieder die römischen Zahlen, 301180, und das Ganze dann hier abschließend mit diesem Totenkopf, also hier die Zahlen angeordnet rund um diese Totenkopfmaske. So sieht das aus. Auf der Rückseite siehst du hier am Qualmen. Und dann kommen wir zum letzten, beziehungsweise ja, zum zweiten Inhalt dieser Edition, und zwar ist das ein Shirt. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit neongrünem Aufdruck. Auch hier wieder, wie wir es aus dem Booklet kennen, Triple X, dann X1 und LXXX, also 301180 in römischer Schriftweise. Dann hier in der Mitte Sido 301180 und zum Abschluss gibt es dann hier unten rechts noch den Sido-Schriftzug sowie natürlich hier das Ende der Totenkopfmaske. Auf der Rückseite haben wir in diesem Fall nichts. Das Shirt wirklich in schwarz komplett. Und dann schauen wir mal. Wir haben es hier zu tun mit einem B und C. Exakt 190 in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle, in dieser Limited Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, 301180 Shirt in schwarz-weiß und neongrün, Größe L. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle, in dieser Limited Edition von 301180 von Sido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Beziehungsweise den Bundle, ja, nicht der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.